Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück. Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir angefangen mit unserer Nebenquest-Reise und wir haben Dexhaus, Iselia und Triet und den Tempel von Martellia abgegrast. Und jetzt sind wir in Isolde und mal gucken. Wer weiß, was wir noch finden, wer weiß, was das passiert. Meine Güte, was passiert und was wir noch bekommen und so weiter und so fort. Wir mal treffen, mal gucken. Ich werde natürlich in jedem Gasthaus hier mal übernachten, weil kann ja sein, hat irgendwas passiert. Ich habe ja genug Geld, ich kann es mir ja leisten. Ich hab's ja. Ich bin der Boss. Hab ich den Part heute oder morgen? Werde ich den morgen hochladen? Keine Ahnung, ich bin der Boss. So, du. Ah, Alfred, wo bist du nur? Ja, ne? Wo ist dieser Typ? Er ist ein Pirat gewesen, oder? Vielleicht irgendwo auf dem Meer. Merken. Alfred müssen wir finden. Sehr schön. Der soll Typ, der in Xillia die ganzen Schätze da verteilt hat. Das ist irgendwie so ein Schatzsucher oder Pirat oder weiß ich. Da unten. So, na? Ja, war. Ja, die eine ist nach Palma Costa zurückgekehrt, aber man hat auch nichts von gehört. Was aber passiert ist. Stimmt, Palma Costa ist ja in der Nähe, oder? Auf der anderen Seite ist Meeres irgendwie in der Nähe. Ja, blauen Ozean, ups. Kabeljau. Danke sehr, ja. Ja, nun ist abgehauen, geil. Darf ich denn einen Namen geben, wenn ich ihn finde? Tja, davon gibt es keine mehr. Ha. Ja, irgendwas wird ja wohl passieren in diesem Part, ne? Guckst du mich so an, hä? Haben wir eine Auserwählte gesehen? Ja, ne? Das ist ja auch irgendwie so ein Running Gag in der Tales of Serie, ne? Ich glaube, in Tales of the Abyss gab es das nicht. Aber in Xillia 2 gab es sowas. Man, die versteckt sich immer noch, ja. Jetzt reicht mir aber. Die ist hier, die kleine ist hier oder der kleine, was weiß ich, was das ist. Hier, da, warte, ich zünde das an. Ich markiere die Stelle. Kann man sich nur. Was weiß ich. 60 Stunden lang, 65 Stunden lang. Ja, ununterbrochen verstecken. Hast du gerade auch hier? Ja, ist ja nicht mal normal. Genau, in Tales of the Abyss, ja, wir sind in einer Besprechung. Oder die Besprechung wird bald stattfinden. Da ist die eine Besprechung stattgefunden, ey. Stand, da saßen irgendwie, keine Ahnung, das ganze Spiel lang irgendwelche Typen an so einem Tisch und haben nichts gemacht. Voll idiotisch. Hier gibt's doch auch irgendwie sowas, ne? Irgendwie, keine Ahnung, hier gibt's doch auch irgendwie so, weiß ich nicht. Und da muss ich kurz einen Schnitt machen. Bams. Ah, sehr schön. 2 Minuten mache ich weg, glaube ich. Okay. Dann weiter. Wo sind wir jetzt? Wo müssen wir als nächstes hin? Palma Costa. Da brauche ich nicht mehr hin. Asgard. Obwohl. Das hat ja aufgebaut worden. Weiß man da nicht. Hier war ein schnell die Typen. Luin ist auch 0, nichts wieder da gewesen. So, dann nach. Ups. Nach hier hinten. Hier. Und das ist immer noch Schrott. Ja. So viel dazu. Asgard. Sehr gut. Da oben. Irgendwo da. Ich habe nur nicht vergessen, die 2 Minuten jetzt hier wegzuschneiden. Oh. Da, nee, hier. Ja, langsam kenne ich ja alles auswendig. Sehe und staune. Sag ich so den Namen. Uah. Hallöchen, na, willkommen in Asgard. Buah. Ja, und hier hat sich irgendwie nichts geändert. So, einmal kurz übernachten. Hier gibt es ja 3 Gasthäuser. Oh Gott.
Also in Luin wird bestimmt auf jeden Fall irgendwas passieren. Da werde ich wieder ein Blechen im Wiederaufbau. Da wird auf jeden Fall irgendwas passieren. Da gehen wir, glaube ich, als nächstes hin oder so, ne? Also da haben wir schon wenigstens was. Nebenbei kaufe ich mir auch irgendwie alle Sachen, die ich nicht mehr habe. Kommen wir im Sturm. Ja, weil es ja windig ist, deswegen heißt alles irgendwie so nach dem Wind. Geil, ne? Nein. Ich sehe irgendwas. Alter, krasser Mann. Okay. Ja, hier haben wir ja mit Rain diesen Tanz nochmal gemacht und haben wir das Kostüm bekommen. Aber jetzt brauchen wir ja nichts mehr machen hier. Bis jetzt. Wir kommen mit Typhoon. Oh, wegen Wind. Boah, hier ist alles nach Wind. So, Waffenschmied. Ausrüstung anpassen. Sinclair und so. Hab ich alles. Na gut. Magiergewand. Habe ich das alles wieder verkauft oder was? Ich glaube, ich habe alles irgendwann mal wieder verkauft, ne? Jetzt hat der auch wieder Geldverschwendung, egal. Ich möchte alles einmal haben. Ich bin so ein Sammler, tut mir leid. Okay. Welchen Mädchen? Mir? So. Da seht ihr irgendwas. Nö, warum? Ist hier nochmal. Ach ja. Ruinen sind langweilig. Sag das mal, Rain. Pass bloß auf, was du sagst. Die dreht noch durch. So. Dann bist du ja Sturmwind, Wirbelwind. Pff, ey. Du kannst auch ein bisschen übertreiben, so. Davon brauche ich jetzt erstmal ein paar. Hier. Zack. Zack, bam, knack. So schnell kann mein Geld wieder weg sein. Wenn ich nicht aufpasse, aber egal. Wo ist denn aber dieser Golddrache rumgelaufen? Der war im Heimdall in diesem Wald, ne? Den muss ich mal irgendwann fertig machen wieder. Dann kriegst du ja 16.000 Geld pro Kampf. Und jetzt habe ich eine Sephria, also müsste ich ja 32.000 Geld. Obwohl, ne, kommt man nur 50% oder 100%? Prozent mehr. Ja, da muss aber Zellos im Team sein, hallo. Gehst du da rein? Da. Ist klar, ich könnte mir vorstellen, Meltokio könnte man viel erlegen. Zum Beispiel hat Kolosseum, ja, ne? Könnte ich aber eigentlich so nach dem letzten Kampf machen. Weil ich mir vorstellen kann, dass das schwieriger wird als der letzte Kampf. Mal gucken. Gucken, wo mich mein Hinweg führt. Hm? Mein Weg hinführt. Lässt du mich mal durch. Gnädiges Fräulein. So. Ungefähr 9 Minuten. Nichts ist passiert bis jetzt. Ja, der Himmel sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Das ist ganz normal. Okay, von den Drachen hat man auch nicht mehr viel gesehen. Was am Anfang. Bin auch gerade irgendwie den Manga am Lesen von Tales of Symphonia. Wo ich das vielleicht nicht machen sollte, weil irgendwie werden einige Sachen da viel offener gezeigt. Und ich hatte irgendwie Angst, dass mich da einige Sachen spoilern. Keine Ahnung, da hat man irgendwie schon viel früher irgendwie so Anzeichen gesehen, hat Kratos der Vater von Lloyd sein könnte. Habe ich so ein bisschen, ja, abgeschreckt, ob ich da überhaupt weiter gucken sollte. Weiß nicht, ich habe jetzt hier 2 Bänder liegen. Und schon im zweiten Part sind die in Tetehola. Das ist also schon extrem schnell gewesen. Also wenn ich so darüber nachdenke, wie lange ich gebraucht habe, bis ich nach Tetehola gekommen bin, war doch bestimmt so ungefähr, weiß ich gar nicht, 100 Parts oder so vorher? Weiß ich nicht. Jedenfalls ein bisschen länger gedauert, habe ich so das Gefühl gehabt. Ging auf jeden Fall schnell.
Ja, okay, wurde natürlich alles, nicht alles gezeigt, was hier passiert ist. Also ein bisschen abgeändert war es auch, aber interessant. So, und hier ist auch immer noch... Sag mal, wie können sich denn die Kinder so hunderte von Stunden lang verstecken? Das ist nicht normal, was... Okay, in diesen Welten gibt es ja kein Fernsehen oder irgendwie sowas oder Internet, Handys und was weiß ich. Aber trotzdem, das ist auch schon mal so ein kleiner Hilfeschrei. So, der eine Typ im Labor, der wird doch bestimmt irgendwas zu tun haben. Also, Buch, ja. Was, das Gegenstände oder das Monsterbuch? Weiß nicht. Das Gegenstände-Buch werde ich nie irgendwie in diesem Let's Play, glaube ich, vervollständigen, weil man ja... Ich glaube, war ich hier schon drin? Ja, klar. Weil, du hast gerade ein Fragezeichen. Ach, dann nochmal. Ich geh mal kurz rein und wieder raus. Ich habe schon öfter gesehen. Was? Ja, wir machen schon was, keine Sorge. Wir sind für Sie da. Ding, ding. Ein Itembuch werde ich nie vollständig kriegen, weil, keine Ahnung, man muss ja das Spiel öfter durchspielen, wenn man irgendwie... Ich habe ja irgendwas von Colette bekommen hier. An irgendeiner Stelle in der Story, du bist immer noch hier. Ey, kannst du es eigentlich wagen? Mir ist gerade etwas eingefallen. Ich glaube, wir hätten ausgemacht, uns nicht in ein Haus verstecken. Ja, ihr seid irgendwie nicht so helle. Ich weiß. Das wusste ich vor 40 Stunden, das wusste ich vor 60 Stunden, das weiß ich immer noch. Da werde ich auch in 100 Stunden immer noch wissen. Ja. Die hat bestimmt ihre Meinung geändert. Um wen geht's eigentlich? Um wen geht's eigentlich, Mann? Mit immer aufnehmbare Sachen zu reden, von ich keine Ahnung habe. Asgard, ach hier mal hier. Okay. Gut zu wissen. So, hier gibt es anscheinend nichts mehr zu tun. Ja. Dann weiß ich nicht. Müssen wir jetzt als nächstes nach Luin, ne? Glaube ich. Ja, gehen wir nochmal nach oben. Vielleicht ist da noch was. Hier ist niemand. Ein wunderschöner Anblick, ja, ich weiß. Rain ist sexy. Hm, ist auch wieder nix. Ah. Okay. Dann raus hier und auf nach Luin. Da können wir wenigstens irgendwas tun. Ich weiß, es sterben's langweilig, aber was soll's. Ich hätte auch alles rausschneiden können eigentlich. Eigentlich hätte ich das hier rausschneiden können, weil jetzt gar nichts passiert, außer dass ich ein paar Sachen hier gekauft habe. Ja, entweder ja, Luin oder Hima, genau. So, dann gehen wir mal wieder Geld einzahlen. Ja, schon irgendwas bringen, ne? So, und hier muss ich diesen. Boah, geil. Alles klar, Luin. Ich hab viel Geld, und dann wird gleich alles verschwinden. Habe ich so das Gefühl. Boah, ich muss gleich wieder niesen. Aber Leute, wir haben die Grundstruktur der Stadt wieder aufgebaut, aber wir sind noch lange nicht fertig. Ich tue mein Bestes, bla bla bla, hier hast du Geld. 45.000. Das nächste ist 50.000 wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, wie viel ich da reinballern muss. Bestimmt voll die extreme Summe, die ich da reinballern muss. Wow, sieht immer besser aus hier. Sind wir ja fertig? Freunde, die Struktur der Stadt ist fast wiederhergestellt. Wir sind bald am Ziel unserer Träume. Boah, geil. Nochmals vielen Dank, wir werden das Geld nutzen. Gehen wir nochmal raus und nochmal rein. Und vergesst nicht meine Bronzestatue, ne? So, immer noch was? Oh, das sieht gut aus. Seht her, Leute! Wir haben es geschafft, wir haben Luin wieder aufgebaut. Yay! Das ist unglaublich. Wie viel Geld habe ich reingeballert? Das verdanken wir euch. Vielen herzlichen Dank.
Ich habe mit dem Bewohner der Stadt geredet und wir haben einen Plan ausgeweitet, die Stadt des Zeichens des Widerstands weiter zu entwickeln. Natürlich nur, wenn wir das Budget dafür aufbringen können. Also ich. Was soll's hier? Ich hab Glück, dass ich im Moment nichts damit anfangen will. Was ist das denn? Danke. Okay. Was haben wir denn alles hier jetzt wieder? Ja, langsam ist er hier wieder belebt. Sehr schön. Gasthaus Phoenix, sehr guter Name. Aber wenigstens Luin wieder aufbauen, aber wir müssen immer noch Sachen einballern in Luin. Das regt mich schon wieder ein bisschen auf. So, vergesst nicht meine Bronzestatue, ich möchte es nur mal andeuten. So 10 Meter hoch, das wäre schon passend. Boah, geil. Kleff, ne? Ja, da, ich glaube, ich fange an, die Stadt zu mögen, ja. Zack. Das Haus kenne ich. Sehr gut. Was meinst du, es hat gedauert, aber jetzt ist alles fertig. Das hier hat eine wichtige Bedeutung im zweiten Teil. Ich sag's nur mal. So. Hier mal Waffenshop. Habt ihr irgendwelche geilen Sachen zu verkaufen? Meine Güte, wie sieht denn das hier aus? Ups, hi. Ist eine Tour, kann ich die nicht öffnen? Verdammt. Willkommen im Kampfgeist. Ah, ja, nichts, was ich hier gebrauchen könnte, ne? Ich wäre schon früher machen sollen. Okay, Hasenfote, davon brauche ich doch 8 Stück. Ah, die kosten aber viel. Anpassungsschmiede. Auch nichts Neues. Ah. Ja, das war ja nicht so gut. Ordentliche Auswahl. Noch gerade eine Inventur, geil. Ja, schade, ich dachte, hier würde es irgendwas Geiles geben. Wahrscheinlich, wenn ich mehr da rein spende oder so, ne? Verwandeln tun die ultimative Waffen zu verkaufen. Aber wollte ja immer noch Geld. Was hat er gemacht? Ins Bett gemacht? Und hier habe ich alles. Ich habe alles, ich habe dein ganzes Ding gekauft, na? Was machst du jetzt? So, ups. So, dann. Hallo, oh, Erkunde, und hier gibt es nichts mehr zu tun. Aber ich weiß, dass ich schon wieder Geld reinballern muss. Das ist, ja, sehr schön. Weiß ich, was ich mit dem Geld hier anfangen will. Vielleicht werde ich ja irgendwann in Heimdall wieder im Wald gehen und diesen Golddrachen aufsuchen und bekämpfen. Und ja, vielleicht tue ich da so ein bisschen Geld farmen. Mal gucken. Warte, bis die Wassermelone kühl ist. Geil. Viel Spaß beim Rausholen wieder. Hi, na? Ja. Hey, Opa, auf den hohen Stellen wie diese zu klettern. Hey, war nicht der, der am Wiederaufbau mitgeholfen hat? Oh. Oh, Sir, euer Geschmack ist vorzüglich. Was? Wenn ihr jetzt handelt, gehört euch das Boot für 3000 Gold euch. Und wollt ihr es kaufen? Ich habe zufälligerweise, glaube ich, noch 3000, ne? Das Boot ist 3000 Gold wert? So ein Boot kann man nicht zur See fahren. So etwas nennt man ein Hausboot. Zurzeit sehr beliebt in Lisold. Ich habe in Lisold nichts Vergleichbares gesehen. Was? Oh, ich meine, es kommt gerade in Mode. Wie wäre es? Es ist ihr zukünftiges Traumhaus. Für meine Zukunft, hm? Ein Zuhause fern von zu Hause, ein Ort, an dem sie sich mit einem bestimmten Mädchen zurückziehen können. Komm schon, kauft es. Okay, ich nehme es. Guter Junge, lasst uns gleich einen Vertrag aufsetzen. Zum Glück habe ich noch gerade 3000.
Okay, hier ist der Vertrag. Verliere nicht. Man sieht sich. Boah. Leute, zeig mir den Vertrag. Das ist... Ich wusste es. Er hat dich reingelegt. Was? Warum denn? Sieh dir das an. Dies ist ein Mietvertrag. Du hast eben das Boot für 3000 Gold von einer Person namens Alfred gemietet. Was? Warte mal, Alfred. Hey, ist Alfred nicht der, dem wir von Lila einen Brief geben sollten? Warte mal, das kann nicht sein. Das war Alfred? Verdammt, will ich ihn das nächste Mal... Was, dass er 3000 Gold von uns hier genommen hat? Hallo, das ist Kleingeld. Haben wir ihn hier noch? Gar nichts. Irgendwie nichts. Okay, dann nicht. So, runter hier, das ist mein Boot. Na gut, weiß nicht. Okay. Läuft ihr noch irgendwo hier rum? Müsst doch irgendwo noch hier rumlaufen, ne? Ah, das wollt ihr eigentlich? 3000 Gold, das ist doch nix. Hallo, wir haben noch... Okay. In unserem jetzigen Zustand war ein kleines Vermögen, aber... Hallo, das kriegen wir locker wieder rein. Ich nur 3-4 Mal so einen Golddrachen legen, dann haben wir 10 Mal so viel. Ist der Typ... Synopse. Ich komme ja in die Sold nachfragen, ob der irgendwo da ist. Halt, bei den Sold hat Colette keine Schiffe gesehen. Natürlich, da sind doch dauernd Schiffe gewesen. Hä? Na gut. War ich jetzt hier schon drin? Schon wieder so verpeilt. Na gut, dann haben wir in... Luin, ein paar Sachen abgeschlossen. Dann speichern wir mal und gehen dann weiter bei auf unserer Nebenquest-Suche. Vielleicht schauen wir mal in Isolde vorbei, der vielleicht da jetzt ist. Und mal gucken. Ich bedanke mich jedenfalls herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.